Nach der Saison ist vor der Saison, auch der Chartersaison. Wer mit seinem gemieteten Boot auf Tern geht, hat meist eine tolle Zeit an Bord. Was aber, wenn etwas schief geht? Schäden bleiben nicht aus, ob nun über oder unter Wasser. Worum ihr euch vor dem Charterurlaub kümmern solltet, das klären wir heute. Der Charterurlaub, die schönste Woche oder die schönsten Wochen des Jahres. Wir sind hier in Heiligenhafen beim Charterstützpunkt von Erste Klasse Yachten und beschäftigen uns heute mal mit dem Thema, welche Risiken so eine Charter eigentlich mit sich bringt. Das bekannteste Risiko ist sicherlich die Kaution, dass man die vielleicht durch irgendwelche Schäden riskiert zu verlieren. Da kann man sich gegen versichern. Es gibt auch noch andere Risiken, die manche vielleicht nicht so im Kopf haben, wenn sie an eine Charter denken. Die wollen wir uns heute mal angucken und zusammen mit Dirk Hilken von Panthenius, einem Versicherer, der da auch Kautions- und andere Versicherungen anbietet, mal besprechen. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was für wen Sinn macht. Ein typischer Freitag bei Erste Klasse Yachten. Die Boote kommen zurück vom Tern, der Crewwechsel steht an und damit der komplette Check der Yacht. Hier wird dann auch besprochen, was eventuell kaputt gegangen ist. Okay, ein wichtiges Thema bei einer Charter ist natürlich die Kaution. Wenn man ein Boot chartert, muss man eine Kaution hinterlegen. Und da hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge verändert. Es ist zu beobachten, dass die Kautionssummen immer höher werden. Und es gibt, wir sind jetzt hier gerade an der Ostsee, auch ein Gefälle zwischen Nord und Süd. An der Ostsee sind die Kautionen in der Regel so zwischen 1.500, vielleicht mal 2.000 Euro. Im Mittelmeer ist es oft schon das Doppelte oder sogar mehr. Und wenn man in die Karibik zum Beispiel geht, ist das Risiko noch höher. Dann sind es oft schon 5.000, 6.000, vor allen Dingen, wenn es große Katamarane sind. Das gilt auch im Mittelmeer. Das heißt, es geht schon um Summen. Und jeder Skipper oder jede Crew macht sich natürlich ihre Gedanken. Will ich das wirklich hinterlegen vor Ort oder will ich das irgendwie das Risiko minimieren und sichere das ab? Da gibt es zwei wichtige Unterschiede in den Modellen. Wenn man den Vertrag schließt, bietet auch oft der Vercharterer, also der Flottenbetreiber, ein eigenes, das heißt nicht Versicherung, Kautionsversicherung, sondern Kautionsabgeltung, ein anderes System an und sagt, okay, du musst die Kaution gar nicht erst komplett hinterlegen, sondern eine reduzierte Kaution. Das heißt, da geht es dann um ein paar hundert Euro noch, die man hinterlegt als sozusagen Restsicherheit. Und wenn man dann einen Schaden verursacht, ist es das gewesen sozusagen. Aber die Gebühr, die man bezahlt, ist dann natürlich auch weg. Dann gibt es die Versicherungslösung. Dazu kann Dirk gleich noch ein bisschen was sagen von den freien Versicherern. Deswegen heißt die Versicherung, die Flottenbetreiber dürfen es nicht Versicherung nennen, wenn sie nicht mit einer Versicherung zusammenarbeiten. Ja, und da ist das Modell ein bisschen anders. Der große Unterschied, der zweite ist noch, wenn ich bei dieser Flottenabgeltung einen Schaden gemacht habe, ist die Kaution halt nicht weg. Wenn ich die Versicherungslösung mache, dann ist das Geld erstmal weg. Die Kaution wird ja vor Ort eingezogen, aber dann greift die Versicherung. Dirk, erzähl doch mal, wie das dann so läuft. Ja, der Unterschied ist, dass dann eben keine Selbstbeteiligung bleiben im Normalfall. Das heißt also, bei den Lösungen der freien Anbieter, wie bei uns, ist es einfach so, dass wir ja gar keine Selbstbeteiligung haben. Wenn eine gewisse Summe erreicht ist, 100 Euro, dann kriegst du den Schaden komplett bezahlt. Und das ist natürlich bei diesen Flottendeckungen anders und oftmals auch teurer. Und das lohnt sich schon, sich darüber Gedanken zu machen und das auch mal abzugleichen, zu vergleichen, wo es günstig ist, sich da eben abzusichern. Kautionsversicherung ist immer so ein bisschen, ja, die größte Angst. Es kommt auch relativ häufig mal vor, dass du einen Kratzer hast, einen kleineren, mittleren Schaden. Ja, auch der große Schaden kommt davor. Man ist auf einem neuen Schiff unterwegs, man ist in einem neuen Revier unterwegs. Da ist das Risiko höher, als wenn ich ein eigenes Schiff hätte in meinem eigenen Revier, wo ich wüsste, mit der Selbstbeteiligung kann ich leben. Dass man das im Charterturn nicht unbedingt immer will, ist vernünftig. Und wenn solche Sachen passieren, kann mein liebster Tipp, gerade wenn man kautionsversichert ist, sagt, dass ihr einen Schaden habt. Denn das ist sowohl für die Charterbasis als auch für den Folgenden, der das Boot ja nun gebucht hat, der da schon steht mit den Taschen, wenn du dein Boot abgibst, ist das natürlich doof, wenn da irgendwo noch ein versteckter Schaden ist, eine versteckte Funktion ist. Wir wollen ja alle in erster Linie einen schönen Urlaub haben. Aus eurer Versicherersicht, was sind denn so die häufigsten Schäden, die bei euch gemeldet werden bei den Kautionsversicherungen?
Für die Top 3 oder? Naja, das sind in erster Linie die kleineren Schäden, also kleinere Rammings, ein Bugkorb, ein Kratzer am Rumpf und dergleichen. Das sind auch keine hohen Summen. Aber es kommt natürlich immer regelmäßig auch zu Grundberührungen, also zu größeren Schäden, massiveren Schäden, sei es durch schlechte Navigation oder Unübersichtlichkeit und ein Revier, was man nicht kennt. Schweden ist da typisch, aber dasselbe hast du auch in Griechenland oder in Kroatien. Überall dasselbe, eine Grundberührung ist gerne da und... Naja, wir haben auch kapitale Schäden, also Mastbrüche und so weiter, die einfach durch schlechte Revierkenntnis einfach mal passieren können. Bei der Grundberührung ist ja so ein Thema, ab welchen Geschwindigkeiten, fragen sich die Leute manchmal, habe ich mich auch schon mal gefragt, wird so eine Grundberührung eigentlich mehr als ein paar Kratzer, sondern so richtig so ein kapitaler Schaden mit Bodenstruktur? Habt ihr da irgendwie Erfahrung? Das hängt natürlich immer klar von der Geschwindigkeit ab und von der Höhe, wie dann das Schiff abgebremst wird. Also einen richtigen Schaden, das merkst du schon, wenn so ein Schiff komplett aufstoppt und anfängt zu nicken, da ist schon ein bisschen mehr los. Man kann das aber so pauschal gar nicht sagen. Und normal bei einem Casco-Kunden, also einem normalen Eigner, würde man immer sagen, im Zweifel immer kranen, immer einmal mehr gucken. Und genauso sollte das eben auch sein, wenn ich, weil ich es nicht abschätzen kann, ich auch das Boot nicht abschätzen kann. Das sind ja alles Beschleunigungen, die da passieren. Also bei einer Grundberührung ist es ja nicht nur so, dass wir ein Problem mit der Superstruktur haben. Das heißt also, Kiel bewegt sich und bewegt sich gegen das, was der Rumpf eigentlich möchte. Sondern wir haben alles in Bewegung. Die Maschine wiegt ein paar hundert Kilo, die bewegt sich auch nach vorne und so weiter. All das müsste kontrolliert werden nach einer Grundberührung. Und von daher, Pauschales fällt mir dazu nicht ein. Wichtig für die Crew und den Skipper ist natürlich auch, wenn man sich Gedanken macht über die Kaution, versichert man sie nicht, dass klar ist vorher, dass das etwas ist, was die Crew gemeinsam trägt. Also das heißt, ja, wenn der Skipper auf den Stein fährt, muss er das nicht alleine tragen. Und wenn jemand von der Crew einen dummen Fehler macht, im falschen Moment die Leine dicht holt beim Anlegen und man fährt irgendwo gegen, dass das ein Risiko ist, das man gemeinsam trägt. Also man, und wenn man dann sich vorher überlegt, wenn wir uns das alles teilen, dann ist ja zum Beispiel sowohl bei einer niedrigen Kautionssumme als auch bei einer Kautionsversicherung das eigentlich nicht so ein großes finanzielles Problem. Das ist bei mir eigentlich immer so der Tipp, den ich sage. Also zwei unterschiedliche Turnarten. Ich fahre entweder mit Familie, bin Skipper, kenne die Familie, kenne das Risiko. Da sage ich mir schon mal, ach, die Kautionsversicherung ist sowieso mein Thema, lasse ich auf sich beruhen. Wenn ich aber derjenige bin, ich sage es mal so flapsig, der Depp, der sowieso die ganze Zeit skippert, die Verantwortung trägt und so weiter, dann möchte ich hinterher keine Diskussion über Geld haben, weil ich das Ding nun römisch-katholisch nicht toll angelegt habe und dann einen Kratzer erzeugt habe und dann sagen muss, okay, von dir 20, von dir 20 und so weiter. Da sage ich immer, mit gemischten Leuten, mit verschiedenen Familien. Ich mache eine Kautionsversicherung, dann brauchen wir uns darüber gar keine Gedanken machen. Und die kostet für eine Kaution in Höhe von 1.500 Euro ungefähr 108 Euro für einen Turn von 8 Tagen. Leider schnell passiert, wenn auch ärgerlich, eine Schramme im schön polierten GFK-Rumpf. Solche und andere schwerwiegendere Schäden kennt Stützpunktleiter Detlef Feuer zur Genüge. Um Rammings beim Anleger zu vermeiden, bietet Aircruise an, die Yacht von seinem Team anlegen zu lassen. Und auch sonst hat er einige Tipps für den schadenfreien Turn parat. Vorbereitung für den nächsten Hafen aus meiner Sicht wäre einfach wirklich ins Hafenhandbuch zu gucken, im Zweifel den Hafenmeister anrufen und zu schauen, haben wir Dalben? Wenn wir Dalben haben, müssen die Fender drinnen sein. Haben wir keine Dalben, haben wir Schwimmstege, müssen die Fender draußen sein und das möglichst tief, dass insbesondere bei den Schwimmstegen aus Metall, dass wir da keine Schäden haben. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man vorher sich ein bisschen informiert und überlegt, wo fahre ich halt hin. Fahre ich nach Kühlungsborn, habe ich einen Schwimmsteg, Fender raus und im Zweifel fahre ich zweimal durch den Hafen oder auch dreimal, mache eine Runde und überlege mir ganz genau, wo mache ich fest. Ein deutlich größeres Ärgernis als die Schramme im Rumpf? Grundberührung. Hier kann es richtig teuer werden, denn die gesamte Struktur einer Yacht kann dabei beschädigt worden sein. Jeden Freitag machen sich daher die Profitaucher um Markus Bouillon fertig, um die zurückkehrenden Yachten eingehend zu prüfen. Das dient auch der nachfolgenden Crew, denn schließlich geht es um deren Sicherheit. Grundberührungen sind leider ein schwieriges Thema.
obwohl wir Hafenhandbücher haben, obwohl wir einen Plotter haben, es hilft aus meiner Sicht nur eins, wirklich einmal in die Seekarte zu gucken, wie man es früher getan hat. Sich auf den Plotter zu verlassen ist gut, aber es hilft nicht immer. Und diese Dinge sind eigentlich vermeidbar, zumal die Schäden durch Grundberührung immens sind, weswegen wir ja auch leider Gottes die Kaution erhöhen mussten. Also Grundberührung, vorausschauend fahren, die Karte, den Übersegler zurecht haben und einfach zu sehen, wo könnte es wirklich flach werden. Für die Grundberührung gibt es eigentlich keinen Grund, weil wir haben so viel Navigation mittlerweile. Alle Kunden haben Laptop, haben iPad, haben Navionics drauf. Wenn man ein bisschen vorausschauend ist, es kann immer was passieren, das ist gar keine Frage, kann sich keiner von frei machen, jede war schon mal auf Grund. Aber die schweren Grundberührungen aus dem Fahrwasser raus gegen einen Stein, das ist unglücklich. Solche Szenarien kennt auch Sven Höcker. Der erfahrene Charterskipper kommt gerade von einem Wochenturn durch die Ostsee zurück. Er sichert sich stets gegen die Risiken ab, die einem den Urlaub vermiesen könnten. Ich habe zwei Versicherungen. Das ist einmal eine Skipperhaftpflichtversicherung, für mich nochmal zusätzlich persönlich, und eine Kautionsversicherung. Wobei ich die Versicherung abgeschlossen habe, einfach für den Fall der Fälle. Also ich möchte die Versicherung nicht unbedingt benutzen, dass ich sagen kann, ich habe einen Freifahrtschein, sondern wenn mal irgendetwas passiert. Das war mir schon sehr wichtig, dass ich diese Versicherung habe, weil wir auch unterschiedliche Kautionen haben, ob ich im Mittelmeer unterwegs bin oder hier an der Ostsee. Im Mittelmeerraum ist die Kaution meistens höher. Und deswegen habe ich die Versicherung auch in der Höhe abgeschlossen, dass ich im Mittelmeer gut sicher fahren kann. Die Skipperhaftpflichtversicherung habe ich einfach abgeschlossen, um mich selber zusätzlich abzusichern. Meines Wissens ist es eine Subsidiärversicherung, die dann in Kraft tritt, wenn die Haftpflichtversicherung vom Schiff nicht ausreicht. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Dirk, wir haben jetzt gerade von dem Skipper gehört, dass für ihn die Skipperhaftpflicht wichtig ist. Die haben viele Segler vielleicht nicht so auf dem Zettel, aber du hast mir erzählt, als Versicherer ist das aus eurer Sicht eigentlich die wichtigste Versicherung überhaupt. Kannst du mal sagen, warum? Na, es ist, sollte für jeden die wichtigste Versicherung überhaupt sein. Du hast ja auch eine Privathaftpflichtversicherung auf jeden Fall. Du hast auch jeden Fall eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Das sind unkalkulierbare Schadenhöhen. Kaution, da weißt du, da hast du ein Maximalmaß, wofür ich hafte. Reisekosten hast du auch ein Maximalmaß, wofür ich haften könnte. Das sind alles Dinge, die wir uns leisten können. Aber wenn ich als verantwortlicher Schiffsführer einen Personenschaden produziere, dann kann ich das nicht kalkulieren. Das können ganz, ganz hohe Summen sein. Genauso, wenn ich eine Sicherheitsleistung hinterlegen muss, weil ich irgendwo abgeschleppt wurde, dann sind das viel, viel höhere Summen, als ich eigentlich einschätzen kann. All diese Dinge, Nachfolgecharter, Ausfallkosten, die in einer Skipperhaftpflicht, in einer guten Skipperhaftpflichtversicherung mit drin sind, sind halt viel, viel höher, kommen seltener vor, richtig. Aber wenn, tun sie richtig weh. Und deswegen eine Haftpflichtversicherung, wie zu Hause auch, wie beim Auto auch, eine Haftpflichtversicherung zum Bootfahren, würde ich als verantwortlicher Schiffsführer immer haben wollen. Da gibt es ja zwei Modelle. Das eine ist, dass man das nur für diesen einen Charterturn bucht. Ja. Und das andere, dass man sozusagen eine Jahrespolice hat. Hm. Ist das bei euch ein Unterschied oder? Das ist prämienseitig natürlich ein Unterschied, muss man sich immer überlegen. Es gibt noch ein drittes Modell. Es gibt auch das Modell, dass man sowieso ein eigenes Boot hat und dafür eine Haftpflichtversicherung hat. Und in dieser Haftpflichtversicherung ist eine Skipperhaftpflichtversicherung für drin. Da würde ich aber genau hinterfragen, unter welchen Bedingungen. Meistens ist es so, ich muss selber das Boot gechartert haben und ich muss selber Schiffsführer sein. Dann nehme ich die Haftpflichtversicherung von meinem Boot mit. Und das ist natürlich eine, ja, Kostenanalyse, ob ich eine Jahresdeckung ansonsten nehme und sage, ich zahle so um die 100 Euro als Privatmann, oder ob ich es wirklich nur auf meinen einen Turn im Jahr, wo ich es auch nur wirklich brauche, abschließe, dann ist man vielleicht bei 20, 30 Euro. Das ist kein teures Produkt, aber es ist das wirklich, was wäre das schlimmste Wenn-Produkt überhaupt. Also das heißt, der Tipp ist für Eigner, guckt in eure Kaskopolice, ob da vielleicht eine Haftpflicht mit drin ist. In eure Haftpflichtpolice. In der Haftpflicht. In die Haftpflichtpolice vom eigenen Boot, da, ob da eine Skipperhaftpflichtversicherung mit drin ist, dann brauchen wir uns gar nicht. Alles klar. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's
Ein Thema, wenn man die Reise chartert oder den Vertrag unterschrieben hat, Dirk, ist das Risiko, dass das ausfällt. Das heißt, jemand in der Crew wird krank. Bei Segelurlaub ist das Problem ja oft, es gibt einen Skipper nur an Bord, der den Schein hat vielleicht. Und wenn der dann der Einzige ist, der das Schiff führen kann, hat man ein Problem. Da gibt es Reiserücktrittsversicherungen. Ich habe es gerade bei dir gelernt, das hat mich überrascht, dass es eigentlich eure häufigst in Anspruch genommene Versicherung ist. Okay, das Risiko ist hoch. Wie ist es denn, kann ich das nur für mich als Skipper abschließen oder für die ganze Crew? Und was ist, wenn der Skipper ausfällt und was ist, wenn vielleicht mein wichtigster zweiter Mann an Bord ausfällt? Das ist genau das, was das Wichtigste daran ist, dass du es für die gesamte Crew abschließt, dass du also da die Komplettabsicherung hast. Eben genau, dass der Mitsegler nicht in den Urlaub fahren muss, wenn der Skipper ausfällt. Wenn der also nicht reisen kann, wenn der das Schiff nicht führen kann, dann habe ich nicht unbedingt einen Ersatzmann, dass ich dann einen Reiserücktrittsgrund habe. Wenn ich nur meine eigene Reiserücktrittskostenversicherung als Crewmitglied habe und er fällt aus, habe ich keinen Rücktrittsgrund. Also es ist immer diese Kombination Crew, Skipper, die das ausmacht, die dann eben auch das Risiko ausmacht. Und das ist was anderes, als wir es in normalen Bereichen haben. Denn ich kann natürlich meinen Urlaub wunderbar in einem Hotel alleine machen, ohne den Nachbarn, mit dem ich eigentlich fahren wollte. Aber ich kann so ein Schiff nicht führen, wenn ich es noch nie gemacht habe, wenn ich die Scheine nicht habe, wenn ich keinen Funk oder keinen Schein habe oder es mir auch nicht zutraue. Neues Revier. Der Preis dafür wird über die Gesamtchartersumme und die Flugkosten wahrscheinlich berechnet, oder? Genau, also das, was du absicherst, sind, wir nennen das so ein bisschen ja, hakelig, die vertraglich geschuldeten Reisekosten. Also alles, was Tickets sind, Flugtickets, Bahntickets und so weiter, das ist die eine Geschichte. Und dann natürlich die Charter selber, das sind die Hauptkosten. Die werden abgesichert und in der Höhe schließt du auch eine Versicherung ab. Bei uns kann man das so mit einem Schieberegler machen und genau da wird dann anteilig durch die Crew das gemittelt. Man hat auch die Möglichkeit, diese Crewlisten zu ändern, falls ich, man sollte so eine Versicherung relativ früh abschließen. Also im Grunde, wenn ich auf die Bootsmesse gehe, schließe einen Chartervertrag ab, dann würde ich schon so eine Reiserücktrittskostenversicherung abschließen, weil ich gehe ja zwischendurch Skifahren und so weiter. Wenn mir da etwas passiert, dass die Crew dann abgesichert ist und wenn ich sie noch nicht komplett kenne, dann wäre es gut, wenn ich sie jederzeit nachtragen kann, dass also alle abgesichert sind. Ich glaube, es gibt ja irgendwie eine Frist, ne? Wenn man irgendwie nach Vertragsschluss so und so viele Wochen. Genau, die Rücktrittsversicherung. Muss man in die Bedingungen jeweils reingucken, wird aber auch genau gesagt beim Abschluss. Da wird auch so eine Plausibilität geprüft. Mensch, ist der Vertrag schon zu lange hin? Was man immer kann, man kann kurzfristig, wenn man kurz etwas gebucht hat, kann man sowas abschließen. Ansonsten ein Monat nach Abschluss des Chartervertrages wäre schon sinnvoll, so etwas abzuschließen, damit man dann in der vollen Deckung drin ist. Ein anderes Risiko ist das, dass mein Flottenbetreiber oder meine Agentur, bei der ich gebucht habe, finanziell in Schwierigkeiten kommt und ich vielleicht die Leistung nicht erbracht bekommen habe. Ich kriege das Boot nicht. Wir haben gerade zwei Fälle in der Redaktion von zwei Online-Agenturen, wo genau das passiert ist, wo Kunden also gebucht haben, bezahlt haben, das ganze Schiff ist bezahlt, das Geld ist überwiesen, aber der Agent hat es nicht ins Ausland weitertransferiert und der Flottenbetreiber sagt, ich habe kein Geld bekommen. Wenn du dein Boot haben willst, musst du es nochmal bezahlen. Das ist natürlich der Worst Case. Da kann man sich gegen schützen. Es gibt zwei Modelle. Das eine Modell ist, wenn man bei einer Agentur bucht, die sogenannten Sicherungsscheine rausgibt, dann ist das vielleicht sogar schon gratis mitgebucht. Das heißt, beim Vertragsschluss bekomme ich einen Sicherungsschein, der meine Anzahlung absichert gegen die Pleite der Agentur oder des Flottenbetreibers. Das gibt es bei sehr guten Agenturen. Man kann fragen danach. Ich würde mal sagen, es ist aber wahrscheinlich eher so, dass es gerade bei Online-Agenturen sowas nicht gibt. Dann gibt es eine Alternative dazu. Das ist die Lösung, dass man bei einem Versicherer wie euch einen Vertrag abschließt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Genau, Insolvenzversicherung, großes Thema, vielleicht auch für die Zukunft. Ich weiß es nicht, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Das Problem oftmals bei Agenturen und so weiter ist, dass ich es nicht für jede Flotte bekomme, weil die müssen überprüft werden und so weiter. Der Vorteil bei den Einzelversicherern, bei unseren Angeboten, die wir haben, die wir dann in die Reiserücktrittskostenversicherung mit einbinden, ist, dass wir es bei jeder Agentur, bei jedem Vercharterer machen. Das heißt, wir decken immer diese nicht nur Insolvenz ab, sondern auch schon die Zahlungsunfähigkeit. Da ist auch schon ein Unterschied. Ne? Denn wenn ich nur bei Insolvenz leiste, dann kann das manchmal lange dauern, bis so eine Firma wirklich in der Insolvenz ist und ich das Geld bekomme. Wenn ich aber eine Versicherung habe, die schon bei Zahlungsunfähigkeit bezahlt, dann bin ich sehr
sehr viel schneller und sehr viel sicherer an meinem Geld. Das kann man schon mal unterscheiden. Oft wird es eingebunden in die Reiserücktrittskostenversicherung. Ist gar nicht so ein großer Preis. Also du sagtest eben, ja, wenn ich das über eine Agentur kaufe, dann kriege ich das quasi umsonst mit. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil die zahlen auch für dieses Produktsicherungsschein. Wenn ich diese Kosten also nicht habe, kann ich sie selber umlegen in der Agentur. Das kostet Wochenturn 6.000 Euro, 40 Euro kostet so eine Insolvenzversicherung. Sollte man inzwischen haben, befürchte ich. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Einer der letzten Punkte, was man noch machen kann, ist eine Krankenversicherung und eine Unfallversicherung. Würde ich jetzt im ersten Moment so denken, Krankenversicherung, wissen viele nicht. Du hast, wenn du eine Krankenversichertenkarte hast, deine deutsche Karte, ist auf der Rückseite der europäische Teil. Das heißt, wenn ich irgendein Problem habe, kann ich im EU-Ausland eigentlich ganz gut direkt zu einem Arzt ins Krankenhaus gehen, zeige diese Karte vor und werde dann behandelt, zumindest bei den Standardsachen, die auch in dem Land dann sozusagen Kassenleistungen sind. Anders ist das aber, wenn man in exotische Reviere geht. Da gibt es dann oft das Problem, die Krankenleistungen sind vielleicht teuer, weil es private Leistungen sind. Und natürlich die Frage, wenn es was Ernstes ist, wie kommt man zurück? Was gibt's da? Ja, eine Auslandsreise-Krankenversicherung ist auch so ein bisschen ja, mehr Trend geworden. Jetzt mal auch mal in die Karibik zu fahren, wenn es bei uns dunkler wird, ist ja auch mal spannend, dann in andere Reviere zu gehen oder Malediven, Thailand, tolle Reviere. Aber Krankenversorgung ist dort teuer, am teuersten in den USA übrigens. Auslandsreise-Krankenversicherung gibt es ganz viele, habe ich vielleicht, hat aber mein Crewmitglied nicht. Und ich finde es immer gut, wenn man sowas pauschal abschließt, das ist nicht teuer für so einen Turn. Also das kostet nicht großartig. Das wird nicht pro Person, sondern pro Crew abgeschlossen? Das wird pro Crew abgeschlossen und das ist natürlich für mich als Schiffsführer auch total wichtig, dass ich zum Beispiel eine Rückführung bezahlt bekomme, wenn mein Crewmitglied krank wird, wenn es nur noch liegend transportiert werden kann, dann ist es natürlich total gut, wenn ich das eben die Möglichkeit habe aus der Karibik. Wichtig nochmal, gerade karibische Destinationen, oft geht dann der Flieger über USA oder sonst etwas. Wenn ich in der An- oder Abreise einen Transport über die USA habe und dann stellt sich ein Krankheitsfall raus, viele Auslandsreise-Krankenversicherungen, die ich schon vielleicht abgeschlossen habe, die funktionieren in den USA nicht. Die sind explizit ausgeschlossen oder ich müsste sie gegen teuer Geld einschließen. Da wirklich auch darauf achten, wenn man solche Ziele ansteuert. Ich persönlich als Skipper finde es total wichtig, bei solchen Destinationen das für die gesamte Crew zu haben. Ein Unfall an Bord, auch das passiert leider immer mal wieder. Deckt das dann nicht die Skipperhaftpflicht ab? Wenn sich jemand selber einen Finger durch die Winch kurbelt und der Finger ist ab, dann passiert das nicht in meinem Verschulden. Also nicht abgedeckt über meine Haftung als Skipper. Wenn der Finger ab ist, dann gibt es halt Invaliditätsleistungen. Das heißt also, dass diese Finger bezahlt werden. Oder es gibt auch zum Teil Transporte, die nicht Krankentransporte sind, die also in der Unfallversicherung mit drin sind. Das ist also noch so eine zusätzliche Nische, die ich schließen kann, die nichts mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Krankheit zu tun hat, sondern eben auch verunfallt, Invaliditäten und so weiter nach entsprechenden Gliedertaxen zahlt. Man kann mal gucken, jeder individuell, wenn ich zum Beispiel nur in der Familie reise, ob man nicht schon eine Freizeitunfallversicherung hat, die auch das Segeln beinhaltet, dann brauche ich sicherlich nicht doppelt. Aber so mit einer gemischten Crew ist es schon toll. Und wenn ich eine Taxe zusätzlich zum Flughafen habe, aufgrund eines Unfalls, aufgrund einer Invalidität ins Krankenhaus, dann sind das auch Kosten, die darüber genommen werden. Auch Bergungskosten, falls sie mal entstehen sollten, wie bei einer Expeditionsversicherung vom Alpenverein zum Beispiel, die sind über die Unfallversicherung mit versichert. Eine Menge Holz, dieses Thema der Versicherung. Aber wenn ihr euch einmal damit auseinandersetzt, könnt ihr deutlich entspannter in den Urlaub fahren. So, abschließend so ein kleines Resümee, welche Risiken einer Charter es gibt. Hoffe ich, haben wir jetzt ganz gut aufgedröselt.
Das soll natürlich keine Angst machen. Unterm Strich muss man sagen, die Risiken sind überschaubar, haben wir gesehen. Die meisten jedenfalls. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen unkalkulierbarer. Da muss man dann selber sehen, wie ist das eigene Risikoempfinden. Aber wichtig mitzunehmen ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass man, wenn man einen Vertrag bucht, erstmal auch seine AGBs des Vertrages liest. Was ist eigentlich bei der Flotte schon drin? Was muss ich vielleicht noch abschließen? Das heißt, man muss schauen, was ich brauche wirklich und was ich auch haben will. Das dann am besten mit der Crew schön absprechen. Das heißt, man setzt sich einmal zusammen, bespricht das Risiko und das, was man abdecken will oder wo man sagt, das Risiko ist man bereit einzugehen. Also wenn man ein sehr erfahrener Skipper ist und eine einfache Charter in der Ostsee oder im Mittelmeer macht, gibt es ja vielleicht ein anderes Risikoempfinden, als wenn man sagt, man fliegt jetzt in die Karibik und macht da was ganz Neues mit einem ungewohnten Revier, ungewohntes Boot. Das ist so das, was wir eigentlich mit auf den Weg geben wollten. Und bei der Kautionsversicherung würde ich sagen, da lohnt es sich wirklich genauer drauf zu schauen, weil die können, wenn man sie beim Vercharterer abschließt, auch schnell teuer werden. Gerade wenn man länger bucht. Und deswegen würde ich sagen, bei den Kautionsversicherungen wirklich ein paar Preisvergleiche machen und nicht gleich das Erstbeste nehmen, was vielleicht einem angeboten wird oder was einem über den Weg läuft. Ansonsten steht dann, glaube ich, einem Turn nichts mehr im Wege, der gelingen sollte. Und wenn ein bisschen was schief geht, ist man dann richtig abgesichert. Und dann heißt es endlich viel Spaß im Urlaub.